Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cards Against Humanity. Wieder mit Philipp, Hallo. John Hi. und Gerni. Hallöchen. Immer noch derselbe Stapel, dasselbe Deck wie zuvor. Und ja, ich bin der Zar in der ersten Runde und darf bestimmen, was ich mir nicht vorstellen kann. Und zwar obwohl ich mir vieles vorstellen kann. Da habe ich doch die perfekten Antworten. Ich Außer auch. beachten natürlich, dass sie zusammengenommen werden. Ja, natürlich. Oh, das ist Grafikanzeigefehler Bei mir auch. Meine bei mir. Karten werden noch gar nicht angezeigt. Hä? Also ich sehe Endbar. alles. Also Ich ich kann auch. mir vieles vorstellen. Aber nicht unförmige Gurken und ein Kanzler von der AfD. Unvermittelt. Ich kann mir vieles vorstellen. Aber nicht den Abstieg des FC Bayern und ein Dönerverbot. Ich kann mir vieles vorstellen, aber nicht Merkel und Minderheitsregierung. Das ist wirklich sehr klar. Und das. Das ist ja realistisch, das ist nicht lustig, das ist Man ein muss Fakt. es. Es passt aber am besten zusammen, würde ich mal behaupten. Ich finde das mit den unförmigen Gurken von mir besser. Was? Ich dachte, du hast das mit Merkel. Wenn ich Bundeskanzler werde, würde ich als erstes. Ja, du lest doch gar nicht. Philipp ist dran mit Lesen. Aber der Zahn. So, ich habe schon Lies bestellt. doch mal Philipp vor. Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes verbieten. Ja, wie wär's mit. Ich hoffe, ich verstehe meine Karte richtig. Ich kann es auch falsch verstehen. Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes Schwarz-Grün verbieten. Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes Gammelfleisch verbieten. Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes Unzufriedenheit verbieten. Gammelfleisch kommt glaube ich, von Gerni, weil er Veggie ist. Danke. Gammelfleisch! Gammelfleisch, ob ich doch So. nicht nochmal, wer will Gammelfleisch essen? Schwarz-Grün. Fände, glaube ich, in SPD wieder nicht so geil, also Mo. Du Und solltest ist eher bitte davon. danach urteilen, wie du es findest, nicht wer es genommen hat. Ja, ich muss aber erstmal analysieren hier. Es kommt auch darauf an, von welcher Person es ist und wie Ich fahre witzig. gegen die Wand. Nichts dagegen. Also, jetzt können wir vielleicht Juhu! kommt doch was rum. Ach, ich Und bin ich hatte so. Schwarz-Grün. So. Und ich als Bundeskanzler. Naja, da hätte ich andere Sachen nicht verdient, oder? Ja, was du. Nun. Ich Ja, hätte die ich. SPD. Ist niemals. Was, egal. Lies doch mal vor, gern. Also, ich bin. Also, egal, was du in deinem Leben machst, ist niemals. Ja. Übrigens, wäre grammatikalisch richtig, ist niemand. Ja, oh hallo, es hat ein Sprachwissenschaftler geschrieben. Ich glaube, der weiß es besser als Es du. ist richtig. Nee, ist es richtig. Egal. Oh. Also, Mo, egal, was du in deinem Leben machst, iss niemals Cannabis. Ja? Philipp, egal, was du in deinem Leben machst, iss Bäh. niemals Das ist ein sinnvoller Einsatz einer Blank Aber Card. Chemiewaffen sollte man doch auch nicht essen. Ja, aber gelber Schnee ist besser. Schau mal. Ach nein, das ist nur. Ich habe mir größte Mühe gegeben, dass die Karte wie eine Originalkarte aussieht. Boah, da hätte ich jetzt das Perfekte. Ich würde das jetzt am liebsten meins sagen, aber da würde ich ja zwei Karten von mir verraten. Ich mache das trotzdem gleich. Da gebe Würde ich man dir aber auch noch. gerne sagen, weil es auch gut finde. Ich sag's dir einfach. Nein, ich hätte das Ende von Guantanamo nehmen sollen. Also erstmal was Großes, also schau mal, da ist was anderes, ganz Tolles und Schau dann noch, nee, ist mal, ja ein nur Kanzler nicht. von den Grünen. Ach nee, ist nur soziale Gleich. Passt überhaupt nicht. Wow. Schau mal, soziale Ich Marktwirtschaft. mach. Ach nee, es ist nur die. Passt auch überhaupt. Schau mal, die NPD. Ach nein, das ist nur bodenlos. Das passt. Juhu. Also die Grünen sind ja auch sozial. Ja, aber das ist doch kein Gegenteil, da passt doch eher zusammen.
Bloße Dummheit und NPD. Ja, nee, du bist so, das Beispiel, schau mal, da ist die soziale Marke, was ganz Großes, Tolles, dann die ganz kleine SPD mit ihrem Paar 18%. Meins ist sowas von philosophisch. So, ich bin der Zaha und das, ich nehme an, soll das heißen, das neue Schweizer Taschenmesser mit... Ja, sagte ich gerade auch. Weil ich denke nicht, dass man mit einem Schweizer Taschenmesser etwas misst, oder? Kommt drauf an, wenn da noch ein Zollstock implementiert. Da ist doch alles drin. Da ist doch Zahnstocher, Schere, hier dieses komische Schraubenteil gibt es doch manchmal. Das originale Schweizer Taschenmesser hat aber tatsächlich keinen Zollstock. Vor allem, wenn schon, hättest du einen Zentimeterstock. Dachten Sie, wenn die Schweiz immer so friedlich? Sinnlose Gewalt. John, der am längsten braucht. Ah ja, das kommt aus der Schweiz. Stimmt. So, das neue Schweizer Taschenmesser mit Menschenrechten. Das neue Schweizer Taschenmesser mit Investoren. Oder das neue Schweizer Taschenmesser mit der Schere zwischen Arm und Reich. Eindeutig. Okay, Das ist doch höchst so. Werkzeug passt also zu was? Drei was? Freestyle. Draw two, pick three. Warum ist das in Klammern? Weil, damit man weiß, worum es vielleicht geht. Mein Draw two, pick three, was ist damit genau gemeint? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, das habe ich auch nicht verstanden. Macht einfach. Ihr sollt, glaube ich, 3 Karten auswählen und 2 spielen, aber ich weiß nicht, was das für Sinn ergibt. Irgendwie ist das komisch. Ich soll 2 malen und 3 auswählen. Ich soll also 2 malen. Mit Draw kann auch ziehen heißen. Na stimmt, ja. Oder austeilen, ne? Irgendwie sowas halt. Ich glaube, für sowas muss man das Deck noch ein bisschen anpassen, damit das richtig funktioniert. Wenn da jetzt sowas hier steht, sowas wie in den Schnee pinkeln, kann man dann sagen, wenn da eine Person ist, zum Beispiel Gronkh, und dann in den Schnee pinkeln, kann man dann glaube ich schon sagen, Gronkh pinkelt in den Schnee, oder? Könnte funktionieren. Also ich habe jetzt mal probierbar gemacht. Man muss am Anfang 2 zusammenlegen und danach noch eine legen. Was? Man muss 2 zusammenziehen und dann noch eine dazu. Also ich habe hab jetzt 3 Karten gewählt und bin durch. So wie es aussieht. Gott. So, die Grünen für Energiewende und Buttermilch, sage ich jetzt einfach mal. Der Bundespräsident Gauck, der kommt aus Rostock. Mit Fisch beim Schlafen und sinnlose Gewalt. Der Zinseszins. Das ist ein normales deutsches Wort. Ja, aber ich finde das trotzdem witzig. Der Zinseszins. mit dem Fall von 50 plus 1 und dem Finanzminister Schäuble. Alles ist scheiße. Ganz ehrlich. Puh. Ich hab's aber nee. Mein Bundespräsident Gauck schläft bei den Fischen und das ist sinnlose Gewalt. War gerade verwirrt, aber das hat mich gefreut im Nachhinein anscheinend, weil es ist so, im Zoo kann man, Löwen, also nochmal, im Zoo kann man neben Löwen und Tigern nun auch bestaunen. Ich möchte anmerken, dass die Karten mit den Tippfehlern nicht von mir kommen. Faules Rausreden. Faules Rausreden. Kenny will mich umbringen. Rausreden? Kenny will mich umbringen, dass ich sowas in Zoo stecke. Sowas wie. So, im Zoo kann man, also im Zoo von Mo, kann man neben Löwen und Tiger nun auch die Homo-Ehe bestaunen. Okay. Ja, das bei Philipp im Zoo kann man nun auch neben Löwen und Tigern auch noch Diktatoren bestaunen. Ja, und bei gerne viele im Nahen Osten. Ah ja, gut. Sperrt halt die Homosexuellen in den Käfig ein von mir aus. Klar.
Ich möchte anmerken, dass ich wirklich homophob bin. Aber egal. Das hätte jetzt ich jetzt nicht in dem YouTube-Video gesagt. Ja. Du fühlst dich deprimiert? Probier's mal mit. Gemütlichkeit. Entschuldigung. Das ist hier für unsere Abgeordneten im Bundestag. Jetzt kommt die GEMA angelaufen und sagt, Pfusch, Pfusch, Maul gesperrt. Du fühlst dich deprimiert? Probier's mal mit. Mit, ja, da habe ich wirklich etwas für unsere Deutschen. Mit Metal Maul, wenn er eine Karte ausspielt. Geht doch. Du fühlst dich deprimiert? Probier's mal mit Korruption. Du fühlst dich deprimiert? Probier's mal mit Diskriminierung. Probier's mal mit die Meisterschaft. Moment, gab's sie? Also, meine offene Meinung, hier ist gerade ein Kothaufen angelaufen, hat sich auf drei Köpfe gesetzt und gleichzeitig die Tastatur kontrolliert. Aha. Wir haben doch gar nichts eingetippt. Ja, das ist das Einzige, was noch halbwegs geht. Juhu! Weil es fängt beides mit D an, deswegen ist das toll. Ja. So, was hoffen wir, hoffe ich denn, was wir nie erleben werden? Das hier hoffe ich nicht wirklich, dass wir das nie erleben werden, aber ich nehme es trotzdem mal. Ich würde am liebsten gar nichts wählen. Ich hoffe, Frauenwahlrecht werden wir nie erleben. Ich hoffe, absolute Mehrheit für die Linke werden wir nie erleben. Oder ich hoffe, das Ende von Guantanamo werden wir nie erleben. Och man. Alles gut. Och man. Also, ja. Weil das erste ist einfach mal so dreist, das könnte von gerne sein. Ich glaube, ich nehme das, weil ich auf die SPD hoffe. Ja! Ich hätte übrigens auch als Karte gehabt, absolute Mehrheit für die SPD. Habe ich bei dir aber gedacht, nehme ich lieber nicht. Oh, ich hätte den Dritten Weltkrieg nehmen können, hätte aber zu spät. Naja, egal. Laut japanischen Mieten kommen nachts ins Haus und stehen. Jetzt müsste jemand Japanuschlampen haben. Aber egal. Ja, ich gucke die einzige erfolgreichste YouTuberin Deutschlands. Fertig. Es hat bestimmt jemand gerade uns schreibt, Japanisch-Lampen. Nein. Nein, gut. Ich glaube, japanische Mieten kommen nachts die Obergrenze, kommt nachts die Obergrenze ins Haus und stehlt vegetarische Döner. Es gibt vegetarische Döner? Ja, gibt es. Laut japanische Mieten kommen nachts Depressionen ins Haus und stehlt. Wahrheit. Laut Japanischmieten kommt nachts die AfD ins Haus und steht uns Steuersenkungen. Ah ja. Juhu. Was? Der war so mit Obergrenze. Also das war der Einzige, der Sinn ergeben hat. So, ich bin der Zar. Ich kann dich nicht hören. Ist so laut. Oder hätte ich jetzt was? Ich habe jetzt mal was Lustiges, was keinen Sinn ergibt. Krumme Gurken? Nein, nicht sowas. Es ergibt irgendwie noch Sinn, aber... Okay. Ich kann nicht hören, die Mafia ist so laut. Ich kann nicht hören, Bundespräsident ist nicht, ne? Die reden ja meistens nie. Also kann ich nicht hören, die Einsamkeit ist so laut. Die Einsamkeit ist laut, ja. Ja, dann hörst du deine Gedanken. Dann bist du in deine Gedanken so sehr vertieft, dass du denkst, die Mafia ist am Arsch. John, wenn du an Bundespräsident denkst, dann müsstest du doch eigentlich an Joachim Gauck denken und seiner reden. Ja, da schläft man eher ein. Ich weiß, ich hab doch schon gewählt. Im Gegensatz zu ist wenigstens brennbar. Oh, da hätte ich jetzt die kontroverseste Karte überhaupt legen können. Lina zum... Mann, das hätte ich jetzt wirklich gerne. Brennt sie nicht. Chemiewaffen ist Holz wenigstens besser. Unkreativ. Wow. Gegensatz zu Strafzölle ist wenigstens... Amerika ist also brennbar, neuerdings.
Oh. Ja klar, die Städte kannst doch alles mit großer Entfernung niederbrennen. Bei mir im Internet ist die SPD Kanzlerkandidatin. Wow. Erstens unkreativ. Amerika kann nicht brennen und die SPD Kanzlerkandidatin. Natürlich kann Amerika brennen. Dresden konnte auch brennen. Oh. Natürlich kann Amerika brennen, wenn du da diese solche Bomben runterschmeißt. In Dresden hat man das auch gemacht. Amerika an sich kann nicht brennen. Ich habe mich so gefreut, dass ich die Holzkarte hatte. Weil das sind die Holz. Das ist halt so unkreativ. Das Geheimnis. Momus lesen. Das Geheimnis einer ausgewogenen Ernährung ist. Oh, da habe ich eine. Ich weiß nicht, was diese Karte hier bedeutet. Ich google das jetzt. Okay. Ach du Scheiße. Das hat sich wie was zu essen angehört, war es aber leider nicht. Okay. Ich leg mal diese Karte hier. Du brauchst ein paar Nahrungsmittel vielleicht noch in den. Ja, das glaube ich auch. Und Personen. Oder was zum Trinken. Das wir hatten noch vegetarischen Döner. Ausgewogenen Ernährung ist der Versailler Vertrag. Der wurde auf Esspapier geschrieben. Das was? Geheimnis einer ausgewogenen Ernährung ist Schmerzmittel. Oder das Geheimnis einer ausgewogenen Ernährung ist Chicken Wings mit Döner, Spieß und extra Fett. Das war eine Blanko-Karte. Ja, das. So sieht's auch aus. Weil da der Punkt am Ende fehlt. Ja, ich stimmt, darin kann man es erkennen. Schwierig. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich das hier. Weil ich es irgendwie witzig finde. Na, ja! Meine Schmerzmittel. Das Geheimnis einer ausgewogenen Ernährung. Mit Schmerzmittel. Ja, ich, genau. Also ich finde den Versailler Vertrag von mir. Also möchte ich noch einmal. Vor meinem Tod möchte ich unbedingt noch einmal. Also, wenn jetzt Mo dran wäre, kennt man ja schon die Karte, die ich nehmen würde. Mhm. Möchte ich unbedingt noch einmal einen Kanzler von der CSU. So. Haha. Jetzt kommt Mo bestimmt wieder in meinem Karte mit seiner Blank-Card. Juhu! Oh. Schade. Aber der dritte Weltkrieg ist doch so schön! Ich weiß doch, was ich Philipp vorlegen muss. Mit denen, die werde ich nie wieder. Ja, da hast du recht. So! Die Entlagerung von gebrauchten. Oh Gott, Lagerung und. Okay. Stellt immer noch ein Problem dar. Weh, schreibt jetzt jemand Juden. Überhaupt nichts, was passiert. Juden. Die Entlagerung von gebrauchten Zinsen, okay, die Entlagerung von ja gut. Moment, gebrauchte Atomwaffen. Ja, aber das ist nicht lustig. Was? Gebraucht? Yes! Okay, aber die Moment, wenn man die Schwampel mal gebraucht, okay. Hallo, Juhu. Atomwaffe. Was, das gibt's doch nicht, das hat er schon. Jetzt brauche ich nur noch einen Punkt. Habe ich gewonnen. Wir dürfen Mo nicht mehr wählen. Genau. Spring nicht, das Leben bietet noch so viel Schönes. Zum Beispiel... den dritten Weltkrieg. Ja, wenn ich dran bin, habe ich was perfekt. Zum Beispiel Kleberstift. Einfach. Auf jeden Fall. Mann. Auf jeden Fall. Wer hat das früher nicht gemacht? So, jetzt ist der Zahl. Jetzt kann ich keinen Punkt machen. Ja. Gleichzeitig. Die Verwendung von zum mag ungewöhnlich erscheinen, ist aber sehr effektiv. Okay, was da kann es sein, dass wir nicht so passende Karten haben. Doch, ich hab was okay. Realistisch ist sogar, was sogar eingetreten ist, schon. Bitte, Zuschauer, köpf mich. Oh, das passt auch. Oh, das passt. Oh. Aber das war schon sehr grammatikalisch. Das ist die Verwendung von... Meinst du, muss man grammatikalisch ja, echt von... viel umwandeln? Bei mir? Einen Buchstaben muss man hinzufügen. Bei mir muss man viele Wörter weglassen und Buchstaben hinzufügen. So, die Verwendung von Fraktionszwang zum reinen Elektroantrieb in der Formel 1
Mag ungewöhnlich erscheinen, ist aber sehr effektiv. Sehr ungewöhnlich. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass man das versucht, im Deutschen Bundestag vorzuschreiben, was die Formel 1 machen soll. Ja. Okay, die Verwendung von freien Wahlen zum Rassismus mag ungewöhnlich erscheinen, ist aber sehr effektiv. Die Verwendung von verspäteten Zügen zum Kanzler von der CSU mag ungewöhnlich erscheinen, ist aber sehr effektiv. Ja, natürlich Züge und CSU, das passt, das ist... Horst Seehofer, ja, ja. Ach so. Der Leisenbahn. Und dann auch noch Domobrindt und... Ich finde das irgendwie interessant, muss ich sagen, die Vorstellung. Danke. Das könnte tatsächlich irgendwie einen versteckten Sinn ergeben. Das hat einen Sinn. Ich sag nur AfD. Ja, okay. Bitte, das könnte man vielleicht so interpretieren. Heute wird kostenlos an Obdachlose abgegeben. Da hab ich was. Es ist was für mich. Wenn es mir jetzt so einfällt, könnte das ein bisschen... Ab heute wird ein Feuerzeug, das an eine Bio-Spray-Dose geklebt wurde, kostenlos an Obdachloser gegeben. Ab heute wird Fisch mit Gräten... Die brauchen auch was zu essen. Ab heute wird Fisch mit Gräten kostenlos an Obdachloser ausgegeben. Gräten ist auch seltsam. Heute wird Rente mit Zeug verkostet. Ja, Filet, gerne also Filet. Ja, ich habe auch schon rausgeschnitten, die Gräten. Ich liebe an der Küste und Fisch mit Gräten, das ist echt fies. Ich habe damit Erfahrung gemacht. Ich auch. Also wenn man die mobben will, ist das ja am besten. Oh. Ja. Aber wollt ihr nicht auch die Obdachlosen ausrotten mit einem Feuerzeug? Das nee, ich dachte, dass man den Obdachlosen mit Rente hilft. Nee. Auf der Mauer. So, ich bin der Zahn. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine Kleine. Och, John, das passt zu dir. Hm. Oh, scheiße, ich hätte eine viel bessere Karte gehabt. Ja. Ich hätte den Kanzler von der FDP gehabt. Ja! Scheiße! Mit dem Hühnchensong. Hühnchen? Mit Edgar. Hurra, wir leben noch. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine Kleine, die... Ach Mist, ich hätte was anderes nehmen müssen. Kacke. Auf der Lauer sitzt eine kleine deutsche Schuld. Auf der Lauer sitzt Verteidigungsminister. Aber die ist doch nicht klein. Einfach nur, weil es nicht... Oh Gott sei Dank. Ah, ich hätte was anderes nehmen sollen. Das ist mir erst hinterher aufgefallen. Hätte zwar von der Grammatik nicht gepasst. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht so wirklich... Der Preis für ist über Nacht, würde ich mal sagen, auf das Doppelte angestiegen. Der Preis Mann, das hätte zu philosophisch zu gepasst, meine Antwort. Zu einem allseits bekannten Buch. Was jeder kennen muss. Moment, ich glaube, meins ist zu normal. Aber ich habe gar kein Produkt. Ich brauche das irgendwann. Also eigentlich bräuchte man hier was Geld braucht. Was? Der Preis für sinkende Fernsehgelder ist auf das sinkend und ansteigend. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Einfach nur, weil es keinen Sinn ergibt. Ach, aber Stuttgart 21 ist doch viel schöner. Das erste Sommer kommt nur für wird diesen Sommer. Du siehst doch gar nicht, Mo muss lesen. Genau, das erste Sommer kommt nur für wird diesen Sommer öffnen. Denke keinen Sinn, aber. Das erste Sommercamp nur für den Atomausstieg wird diesen Sommer öffnen. Das erste Sommercamp nur für Kommunismus wird diesen Sommer öffnen. Das erste Sommercamp nur für Schweizer Bankkonten wird diesen Sommer öffnen. Sommercamp für... Für kommunistische kleine Kinder. Ich würde sagen, Atomausstieg und Kommunismus sind im Zusammenhang mit Sommercamp tatsächlich realistisch, ne? Ja, aber wir haben ja den Atomausstieg. Deswegen schon. Ist das vielleicht eine witzige Vorstellung. Scheiße, Philipp hat jetzt auch 6 Punkte. Gut, dass er jetzt. Mo, du machst nur blöd. Jetzt muss ich gewinnen, sonst wird's eng. Der jetzt muss ich natürlich. Ja, weil.
Der sogenannte Zwischenfall belastet die Beziehung zwischen unseren Ländern. Geht sogar jemand dritten Trop oder so, das wäre cool. Es hat bestimmt jemand irgendeine Karte, die er schreiben kann. Der sogenannte Merkel-Zwischenfall. Oh Gott, oh Gott. Wenn jetzt jemand hier mit einer Blanko-Karte und Merkel ankommt, hat er schon gewonnen wahrscheinlich. Na, wir müssen es noch hören. Der sogenannte Einkanzler von der Linken Zwischenfall belastet die Beziehung zwischen unseren Ländern. Der sogenannte Schwarz-Gelb-Zwischenfall belastet die Beziehung zwischen unseren Ländern. Der sogenannte WM ohne... Bitte Schwarz-Gelb. Bitte Mosa, nicht so Schwarz-Gelb für sich. Oh. Ja! Boah, oh Mann, warum musst du so spannend sein? Nein, jetzt bin ich... Oh Gott, Gerni, ich hoffe, ich kenne dich so gut genug. Ja. Ich verleihe neuerdings, Gerni, ich kenne dich hoffentlich gut genug, dass ich deins herausfinde. Ah Gott, das ist jetzt klar. Gerni kann... Oh Gott, einer muss ja jetzt gewinnen, ne? Nein. Wenn Gerni jetzt dann Punkt bekommt... Wenn Gerni jetzt den Punkt bekommt, entscheidet Gerni dann, wer gewinnt. Vergiss dich. So, neuerdings von. Ja, neuerdings von der Grenzen. Oh Gott, Okay, ich verleihe seit neuerdings absolute Mehrheit für die Grünen. Ich verleihe allerdings seit neuerdings absolute Mehrheit für die SPD. Neuerdings offene Grenzen. Ich bin jetzt ganz leise und möchte hören, wie jeder einzelne von euch reagiert. Also, ich kann, glaube ich, die absolute Mehrheit für die Grünen ausschließen, weil sowas würde ich nie verleihen. Allerdings kenne ich jemanden, der die Grünen mag. Also, das lasse ich doch noch vielleicht offen. So, offene Grenzen. Also, egal, ob das jetzt gerne ist oder nicht, das verleihe ich niemals. Nie. Niemals, nie, 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 nie. Zwei Auswahlmöglichkeiten noch. Ja! Ich war die SPD. Oh. Aber du bist doch Grün-Fan. Aber ich hatte die Grün-Karte nicht. Wo soll ich denn das wissen? Ich war so lange in Führung, hab jetzt den Sieg noch verschenkt. Ach, Mann. Oh. Wie viele Runden bestimmt? 5 Stück. Naja. Aber dafür ging jetzt die Runde länger. Ja, das stimmt allerdings. Und damit würde ich sagen, ja. Dankeschön fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mo. Ja, genau, so sieht's aus. Euer Blackhearts-Trupp. Ja, tschö. Tschüss. Und jetzt das Outro. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis.